Also die Mietermeister habe ich quasi nach einer eigenen Erfahrung so ein bisschen ins Leben gerufen oder mir die Idee dazu überlegt, denn ich habe ja, mit einer Hausgemeinschaft quasi eine Entmietung hinter mir. Oh. Und unterschiedliche Initiativen besucht, Beratungen besucht und im Nachhinein habe ich gedacht, Mensch, da ist jetzt so viel Wissen, was wir angeeignet haben. Das wäre eigentlich schade, wenn das so verloren geht oder wenn das bei uns bleibt. Und es geht bestimmt vielen Mietern so. Die werden ja fast zu eigenen Experten. Uns am Wochenende und dann habe ich gedacht, warum gibt es nicht eigentlich sowas wie so eine Messe oder wie so ein Tag des Austausches, wo man sich auch mal persönlich kennenlernt und nicht mehr nur über Blogs sozusagen miteinander kommuniziert, sondern sich auch mal gegenübersteht. Wenn man das alles bündeln könnte, dann vielleicht würden sich Leute darüber freuen oder könnten daraus einfach einen Nutzen ziehen. Das ist die Idee hinter der Mietermesse, die jetzt heute zum ersten Mal stattfindet. Mhm. Das ist einmal die Katrin Göthe, die hat den Film Betongold gemacht, Dokumentarfilm auch auf Grund eigener Erfahrung. Mhm. Carola Handwerk als stellvertretende Rechtsanwältin. André Holm, der sehr stark zu dem Thema forscht. Und der Sven Fischer, stellvertretend aus der Kopenhagener 46, der auch mal so jetzt vom aktiven, wie soll man sagen, Alltag berichtet, was so in seinem Haus passiert. Und das Ganze wird moderiert von Diana Arapovic, die zurzeit auf Radio 1 eine, wie soll man sagen, eine Langzeit-Selbststudie, Selbstversuch macht zum Thema Ich suche eine Wohnung am Görlitzer Park, geht das überhaupt noch? Ja. Im zweiten Teil zu der energetischen Modernisierung, die BR, die gerade live erwähnt, weil man angleist, ist für mich nicht dort dem Eigentümer, Investoren, Spekulanten Instrument in die Hand geben wird, nicht um Mietrecht auszuhebeln, sondern um mit das wirklich ein Baseballschläger, die für uns wirtschaftlich irgendwie rechnet haben. Genau. Und da haben wir aber noch nicht mal so die ganz grauen verdeckten Kosten. Also das wirklich, das ist nicht um die Energieeinsparung. Ich glaube auch nicht, dass diese Verordnung weg muss. Weil es gibt, wie du gesagt hast, André, du hast gesagt, man muss den Verwaltungen auf den Finger gucken. Und da stimme ich dir von Herzen zu. Weil seit 2011 ist ja im SGB II sind drei neue Paragraphen. Aktiver Mieter, würde ich sagen, vor einigen Jahren auch durch energetische Modernisierung zu dem Thema gekommen. Seitdem in der Mieterinnenbewegung und jetzt zuletzt arbeite ich relativ viel mit der Berliner Mietergemeinschaft zusammen in einer Veranstaltungsreihe Wohnen in der Krise, wo wir uns die Situation in anderen Ländern angeguckt haben. Warum ausgerechnet in der Ernst-Reuter-Schule? Also wie hat sich das angebahnt? Ja, ich bin neu selber im Wedding jetzt, ja, und habe mich so ein bisschen umgetan, umgehorcht und bin dann auf das Quartiersmanagement im Brunnenviertel gestoßen, habe hier eine Kiezwerkstatt letzten November mitgemacht und da schwelte diese Idee von der Mietermesse schon, also gedanklich beschäftige ich mich damit seit letztem Oktober. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich stelle das mal vor,